Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge. Und ihr wundert euch vielleicht, wie es ist Mittwoch und es kommt ein Rouge-Part. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich jeden Tag ein Rouge-Video bringen möchte und es bis zumindest ins neue Jahr hinein, einfach um Rouge ein bisschen wiederzubeleben. Ihr habt ja gesehen, dass Rouge aus dem Steam Store entfernt wurde und ich habe mir gedacht, so bevor die Server vielleicht abgeschalten werden, machen wir noch ein kleines Rouge-Event, wo eben ein bisschen mehr Rouge kommt, wo ich auch ein kleines Turnier veranstalten werde etc. Es gibt eine kleine Petition, dass Rouge wieder zurückkommen sollte in den Steam Store. Die Petition findet ihr in der Beschreibung und ja, auf die werde ich jetzt jedes Mal hinweisen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, aber mir ist das wirklich ziemlich wichtig, dass uns Rouge erhalten bleibt, weil ich mit dem Spiel wirklich viel Spaß hatte. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir ein paar... Also ihr habt mir ja ziemlich viele Replays geschickt. Ich habe mir davon ein paar angeguckt. Klar, viele haben ja 10 auf einmal geschickt oder so, dass ich davon nicht alle kommentiere, ist ja klar. Aber ich bin um jedes weitere Replay froh, da dann doch immer mal wieder das eine oder andere Gute dabei ist. Okay, das Replay hier ist von Kapu und er hat auch eine E-Mail geschrieben. Ich soll ihm doch in Steam schreiben, ob das funktioniert hat mit den Replays. Ich hoffe, so funktioniert es auch. Es hat also geklappt. Keine Angst, die Replays sind angekommen. Er hat mir gleich 3 Stück geschickt, die alle ziemlich gut waren. Mal schauen, wie ich die kommentiere. Ich werde aber auch gucken, dass ich es ein bisschen abwechselnd mache. Ich werde jetzt auch am Anfang noch gucken, dass ich so ein bisschen die Replays nehme, die ein bisschen ins System passen. Und was mir bei dem Replay ziemlich gut gefällt, ist, hier sieht man, wie manche Einheiten einfach in gewissen Situationen unfassbar stark sind, aber wiederum in anderen Situationen extrem schwach sind. Also, dass es eben keine OP-Einheit gibt, sondern dass alle Einheiten in gewissen Situationen gut sind und in gewissen anderen Situationen eben wieder sehr schlecht. Und ja, will ich euch hier zeigen. Allgemein, Karte Schwerkraft Mittelpunkt, die gefällt mir auch. Die Nationen sind ziemlich ausgeglichen. Wir haben hier einen Deutschen, einen Amerikaner und einen Franzosen. Der Franzose hat den Vorteil, wir spielen hier übrigens 45, er kann Saupanzer bauen, was auf der Karte extrem effizient ist, weil die Saupanzer einfach... Ja, es ist einfach eine Artillerie und ein Panzer auf einmal irgendwo. Also nein, es ist eigentlich genau das. Und das ist natürlich ganz gut, weil hier bunkert man sich meistens ein. Und das ist ganz praktisch, wenn man eine Artillerieeinheit hat, die aber trotzdem noch es mit anderen Panzer aufnehmen kann und es mit Infanterie aufnehmen kann. Das ist extrem wichtig, deswegen finde ich, dass die Saupanzer auf der Map optimal sind. Was auch noch sehr gut ist, ist, dass der Franzose, ohne sie erforschen zu müssen, die Legionäre hat, die einfach mal 100-100 haben, was bedeutet, dass man sie relativ schnell irgendwo hinschicken kann, wenn man sie ja nicht erforschen muss. Und sie sind eben extrem stark. Selbst wenn der Deutsche, also der Deutsche hat jetzt quasi nur 2 Möglichkeiten, oder der Amerikaner hier. Entweder er schickt GIs, die sind scheiße. Also ich meine, ein Legionäreinheit ist 5-mal so gut, kostet zwar das Doppelte, aber da kommt man immer noch, wenn man es ausrechnet, sind sie halt immer noch 2,5-mal besser als ein GI. Oder er verbessert seine Einheiten, baut Rangers, aber das dauert dann viel länger, weil er die ja erst erforschen muss. Das bedeutet, die Legionäre haben den Stadtvorteil, weil sie ja schon in Position sind. Das bedeutet, der Franzose ist auf dieser Map wirklich nicht schlecht. Deutsche ist auch nicht schlecht, weil er eben sehr, sehr schwere Panzer bauen kann. Und es gibt nichts Besseres als schwere Panzer, um Stellungen zu durchbrechen. Wenn der Feind mal Luftabwehr, Infanterie, Panzer, Panzerabwehr und alles hat, dann gibt es nur noch einen Einheitentyp, den man dann dagegen spammen kann, direkt nach Artillerie. Weil Artillerie bringt auch nur beschränkt was. Und es sind schwere Panzer, und zwar sehr schwere Panzer. Mit denen kommt man dann relativ gut durch, wenn man vielleicht noch die Luftwaffe und die Artillerie mit dazu einsetzt. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Der Deutsche hat noch relativ gute Luftwaffe. Er hat zwar keine guten Bomber, aber dafür halbwegs vernünftige Jagdbomber, die man nicht erforschen muss. Und die Jagdflieger sind auch nicht schlecht. So, der Amerikaner, der ist ja so bekannt, der Allrounder. Der sorgt hier, macht auch schon ganz fleißig für Aufklärung mit seinen Willis. Das ist ganz wichtig. Und kann alles Mögliche bauen. Er hat Priests, die relativ effizient sind. Da seht ihr, was passiert, wenn ein paar Legionäre gegen GIs kämpfen. Da sind gerade eben 5 GIs reingerannt. Die Legionäre fliehen nicht mal. Also ihr seht, die Legionäre bringen hier extrem viel. Haben sich jetzt gelohnt. Also haben 20 Dollar Infanterie ausgeschaltet und haben ab jetzt 5 Dollar wieder gut gemacht. Ihr seht so, in der Stadt gegen feindliche Infanterie sind Legionäre unfassbar gut. Jetzt auf der anderen Seite, da haben wir auch wieder einen Deutschen und einen Ami. Also Ami ist wie während Allrounder mit Priests, mit, ja, mittelmäßigen Panzern. GIs haben wenigstens schon mal Panzer feucht. Also die Amerikaner sind nie wirklich sehr gut, aber sie sind auch nie schlecht. Die sind immer so irgendwas zwischendrin. So, dann haben wir jetzt hier noch den Briten. Der hat natürlich den Vorteil, dass man hier auf Luftwaffe geht, was in der Hinsicht sehr praktisch ist, weil die Front verdammt breit ist. Was dazu führt, dass man eben an allen Seiten Luftwaffe einsetzen kann.
Sie kommt so auf der Map meistens nicht durch. Also ich habe selten erlebt, dass Luftwaffe auf dieser Map großartig was erreicht hat. Aber sich eben so mal zwingt den Feind dazu, dass er sich hier einen riesigen Luftabwehrwall aufbaut. Und das Geld kann man sich natürlich selber woanders investieren. So, jetzt bringt der Feind hier Paratroopers rein. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht gemacht. An sich im Wald sind die echt gut und ihr habt ja auch schon Replays gesehen, wo die Taktik sehr effizient war, aber hier steht einfach ein Penner, der die Feinde aufklärt und wenn dann auch noch Saupanzer dastehen, also die Artillerie, von der ich vorher gesprochen habe, plus Legionäre, haben die Paratrooper keine Chance mehr. Die haben zwar, die haben nicht mal 100-100, die haben bloß 80-80. Also, keine Chance gegen die Legionäre. Ich hätte die vielleicht so landen lassen, das ist auch allgemein eine sehr, sehr böse Taktik. Wenn man versucht, die feindlichen Nachschubdepots auszuschalten, also hier ein Paratrooper, da ein Paratrooper und da ein Paratrooper, dann der Feind vielleicht schnell irgendwo einen Bunker hinklatschen müsste oder so, um den Paratrooper aufzuhalten. Im Optimalfall baut der Feind einen Bunker und man zerstört trotzdem das Nachschubdepot. Dann hat man 15 Dollar ausgegeben, um ein 40 Dollar Nachschubdepot zu zerstören und den Feind dazu zu zwingen, einen 20 bis 40 Dollar Bunker zu bauen, der ihm nichts bringt. So, jetzt können wir ausrechnen, 8 GIs, die sind jeweils fünfmal so gut, das bedeutet, zwei Legionäre können immer noch 8 GIs ausschalten. Das ist es nun mal, seht die Stärkeverhältnisse. Also die Legionäre stehen hier verdammt gut und der Feind kann sie damit Infanterie kaum rausholen. Ihr habt ja die letzten Replays gesehen, wie stark Infanterie sein kann. Ihr seht jetzt, wie schwach Infanterie sein kann, weil sie einfach in gewissen Situationen nichts, aber auch rein gar nichts tun kann. So, auch noch eine wichtige Regel, man braucht immer zwei Bomber, also außer man hat schwere Bomber, aber leichte und mittlere Bomber, davon braucht man immer zwei, um Nachschubdepots zu zerstören. Und einzelne Bomber losschicken lohnt sich auch nie, wenn dann einzelne Jagdflieger oder Jagdbomber, um gegebenenfalls Pioniere abzufangen, aber um Gebäude zu zerstören, immer zwei Bomber schicken. So, und wenn Flugzeuge so blinken, okay, dann haben die keine Munition mehr. Das bedeutet, das, was er hier macht, ist total sinnlos. Er kann zwar das Nachschubdepot auswählen und der Bomber greift das Nachschubdepot jetzt auch an, aber er hat halt kein Geld. Und selbst wenn er durchgekommen wäre, hätte es ihm nichts gebracht, weil er ja, wie erwähnt, zwei Jagdbomber braucht. So, jetzt seht ihr, wie effizient hier die Banner sind. Der Feind kann Bunker bauen, was er auch schon getan hat. Bringt ihm nur nichts mit einer 450 Meter Reichweite. Hier haben wir 650. Bedeutet, die Saus können ohne Probleme die Nachschubdepots zerstören. Sie können die Bunker vor allem zerstören. Das ist ganz wichtig, wenn man eine Einheit hat, die einen Bunker angreifen kann, ohne vom Bunker erfasst zu werden. Also seht, hier sind die Saupanzer optimal genutzt und machen massiv Schaden und vernichten quasi den Feind vollständig. Okay, der Feind hat auch noch nicht viel, aber vernichtet die Außenpositionen und so weiter. Hier den SDKFZ anzugreifen, macht nur bedingt Sinn. Vielleicht um den eigenen Aufklärer zu retten, ja, aber da hätten sie schon vorher anfangen müssen. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall das Nachschubdepot vernichten. Und die Infanterie kann man ja auch aufhalten. Oder wie hier, das ist natürlich auch sinnvoll. Das ist sogar noch ein Stück besser. Die Panzerbasis. Ich habe jetzt nur nicht gedacht, dass der Saupanzer so eine hohe Reichweite hat. Aus dem einfachen Grund, dass man den Feind davon abhält, irgendwelche Einheiten zu bauen, die dem Saupanzer gefährlich werden können. So, jetzt macht er hier einen ganz großen Fehler. Er schickt seinen Aufklärer vor, warum auch immer. Der wird von dem Tiger natürlich sofort vernichtet. Und jetzt hat der Feind, jetzt hat hier Capu ein Problem. Er sieht nichts. Er hat 650 Meter Reichweite, aber er sieht nichts. Und jetzt macht er was ganz, ganz Katastrophales. Er fährt näher ran, um wieder Sichtkontakt herzustellen. Aber ja, er hätte vor dem Tiger quasi noch fliehen müssen, solange er konnte. Jetzt hat er doch Glück gehabt, dass die Gebäude ziemlich angehittet waren. Aber da wird er wahrscheinlich seine Panzer verlieren, weil der Feind eben mit Wolverines auch noch von der Flanke kommt. Und da hat er sich jetzt selber in der Falle gelockt. Feindliche Luftwaffe kommt auch noch. Also jetzt wirklich hier durch das Vorrücken jetzt noch ziemlich Schaden bekommen. Hätte man vielleicht überlegen können, ob sich das lohnt. Eigentlich eher nicht. Er hat zwei Gebäude zerstört, die dem Feind nichts gebracht haben und hat dafür seine Panzerarmee verloren. Jetzt rein finanziell hat es sich vielleicht noch irgendwo gelohnt. Aber die Tatsache, dass ja gut, Thunderbolts sind böse. Allein die Tatsache, dass er jetzt seine Armee verloren hat, sich zurückziehen muss, das ist halt dann doch ziemlich teuer. Jetzt nicht unbedingt, was Geld betrifft, aber ihr wisst, wie ich es meine. So, hier gehen wieder Legionäre rein, war ja vorher schon sehr effizient. Hier steht jetzt panisch und verlegt seine Legionäre, weil Angst hat, dass er den Plop hier nicht aufhalten kann. Weil wir ja vorher schon ausgerechnet haben, dass das kein Problem ist. Jetzt kommt er da natürlich überhaupt nicht mehr durch. Er muss auch bedenken, er hat da jetzt 40 Dollar auf einem Haufen, 40 Dollar ohne Panzerung. Ist natürlich auch sehr gefährlich. Okay, er greift jetzt hier an. Das geht natürlich dann auch wieder. Verliert zwar einen Stadtbonus, aber er kommt ja trotzdem easy durch. Wichtig ist hier, kein Fanatismus einzusetzen, weil wenn er jetzt Fanatismus eingesetzt hätte, wäre der Legionär weiter vorne mitmarschiert und wäre wahrscheinlich gestorben und so regeneriert er sich.
mit der Zeit. Das Ziel hier ist klar, ich möchte das Nachschubpol zerstören. Einfach automatisch Feuer auf Gebäude reinmachen, Granaten draufwerfen lassen. Und ja, da er sich jetzt leider ein bisschen zu früh zurückgezogen hat, er noch mehr als genug Zeit, um das Nachschubdepot zu zerstören. Aber er hat sich halt vor den Lees zurückziehen wollen. Also selbst wenn er jetzt eine Legionäreinheit dafür hat opfern müssen. Also ich hätte auf jeden Fall, wäre ich länger stehen geblieben. Zum einen notfalls wäre ich mit Blitz weg, oder ich hätte halt eine Legionäreinheit stehen lassen. Weil die Möglichkeit, das Nachschubdepot zu vernichten, hat er jetzt nicht mehr. Jetzt war jetzt die Infanterie vernichtet, aber an sich war die Offensive jetzt nur riskant. Weil gerade auf so Karten, wo sie ziemlich hart eingebunkert wird, ist natürlich wichtig, dass man ja so viel Geld wie möglich hat und so wenig Geld wie möglich verschwendet, um eben gegebenenfalls mit irgendeinem starken Einheitentyp durchzubrechen. Ihr seht, da fliegt immer wieder ein Bomber. Das hat auch den Nachteil, dass ein Bomber relativ schnell abgeschossen wird. Das ist übrigens auch eine Taktik. Tarnt eure Gebäude so spät wie möglich. Lasst den Feind doch auf euch zukommen. A, braucht ihr dann wirklich nur Tarnnetz, wenn ihr es auch wirklich braucht. Und nicht immer, also tarnt euch nicht immer, sondern wirklich nur dann, wenn ihr es braucht. Und wenn der Feind kommt, könnt ihr euch schnell tarnen, dann ist da auf einmal der Bomber. Der Bomber hat kein Ziel mehr, der Bomber kreist hier und dann könnt ihr mit Luftabwehr abschießen oder eben mit der eigenen Luftwaffe, weil ihr dann genau wisst, wo der Feind ist. Der Nachteil ist natürlich offensichtlich, wenn ihr es verkackt, weil ihr mal kurz nicht aufmerksam seid, dann verliert ihr halt ein Nachschubdepot. Oder vielleicht im schlimmsten Fall noch viel, viel mehr. Also wenn es wirklich extrem zur Sache geht, dann könntet ihr vielleicht euer Hauptquartier tarnen, damit da nicht irgendwie Artillerie reingeht, gerade wenn ihr vielleicht schon Admins habt. Aber generell würde ich es nicht tun, nur wenn ihr wirklich wisst, dass ihr jetzt gleich Micron müsst und nicht mehr dazu kommt, irgendwas zu tun. So, hier kamen jetzt Legionäre durch, das ist natürlich sehr effizient. Kann er nämlich direkt Gebäude bauen. Da eine Kaserne. Man muss jetzt aufpassen, nicht, dass er allzu lange im Weg steht, weil so Luftabwehr macht natürlich kaum Schaden, das seht ihr, aber sie hätten hier zum Beispiel die Pioniere locker ausschalten können. Also auch wieder bei der Luftwaffe, manchmal extrem ineffizient, wie ihr hier seht, die Infanterie, gegen die keine Chance, aber wenn dann eben Luftwaffe kommt, logischerweise, können sie mal kurz 20 Dollar vernichten. So, die Legionäre machen hier natürlich aus der Luftabwehr kurz einen Prozess. Und wichtig ist jetzt auch, die Infanterie hier am Leben zu behalten, weil da hat er jetzt einen kleinen taktischen Fehler gemacht, er hat aber bemerkt, der Feind hat hier Panzerzerstörer. Ihr habt vorher gesehen, wie stark Panzerzerstörer sein können. Wie die vorher einfach mal die komplette Sauarmee auseinandergenommen haben. Zwei Panzerzerstörer. Wie die Panzerzerstörer hier jetzt in ARL auseinandernehmen. Aber Panzerzerstörer haben keine Chance gegen Infanterie. Habt ihr es gesehen? Die Legionäreinheit hier hat gerade eben innerhalb von kürzester Zeit die gesamte Panzerarmee zerlegt. Und hat dem ARL hier freies Schussfeld auf die Lees gegeben. Womit er sich hier gerettet hat. Ihr müsst überlegen, da war quasi eine ziemlich große Armee, die ihn locker vernichtet hätte, aber dadurch, weil er zwei Einheiten richtig eingesetzt hat, und zwar den AAL auf hohe Distanz und die Infanterie im Wald, hat er die feindliche Armee zerstört. Ja, da hat er jetzt halt Pech, dass ein SDKFZ kommt. Zumal den SDKFZ nicht angreifen kann, weil er keine Aufklärung hat. Da seht ihr es wieder, die Infanterie, die gerade eben noch die gesamte Panzerarmee zerlegt hat, verzweifelt jetzt an 20 Dollar SDKFZ. Vor allem auch, weil die Aufklärung fehlt. Und ihr seht, wie wichtig Aufklärung ist. Der SDKFZ kann hier den ARL zum Fliegen bringen, weil der ARL ihn nicht sieht. Und hier funktioniert es genau andersrum, da wird jetzt eben der französische Aufklärungspanzer, also quasi der französische SDKFZ, der Penner hat gebaut. Nur alleine, da sind wir wieder beim Thema, alleine kann er nicht viel anrichten. Wenn da viele Infanterieeinheiten kommen, dann nehmen die den Penner ziemlich auseinander. Wenn es allerdings nur eine Infanterieeinheit ist, habt ihr es davor gesehen, hat die keine Chance gegen so einen Aufklärer. Also hier wird ziemlich lang gekämpft. So Situationen sind übrigens generell schlecht für den Spieler hier, weil dadurch wird sehr lang Map Control aufrecht gehalten. Und selbst wenn der Franzose hier viel Geld investieren müsste, würde sich das immer noch lohnen, den Feind so in die Basis zu drängen, dass man hier wirklich alles in Ruhe abfarmen kann. Und solange man beim Feind in der Basis kämpft, ist das wirklich einem immer am liebsten, kann man sich selber aufbauen und alles. Ich meine, die Luftwaffe wird meistens nicht angreifen, man spart Listen etc. Das ist immer ganz nett, muss nur aufpassen, dass wenn die Armee dann irgendwann mal anfängt zu zerbröckeln, dass der Feind nicht hingeht und eine Gegenoffensive startet. Und was hier passiert, ist auch ganz schlecht. Es macht keinen Sinn, sich jetzt hier mit Shermans einzubunkern. Also, ja, er will sich halt hier mit Luftwaffe schützen, aber das muss er wirklich nicht. Es gibt zwar einen Briten, aber was will der Feind mit der Luftwaffe machen? Also da würde ich lieber sagen, okay, baue ich halt eigene Luftwaffe mit ein paar Jagdfliegern, bin mobil, kann dafür die gesamte
Sherman-Armee da reinschicken. Ich meine, im ersten Moment wirkt es irgendwo logisch. Der Feind hat Luftüberlegenheit, also muss ich mich einbunkern. Aber eine Frage, wie wollt ihr so gewinnen? Ihr könnt so nicht gewinnen. Und ich sage euch eins, ihr dürft den Feind auch nicht überschätzen. Es passiert oft so, oh verdammt, der Feind hat ein Flugfeld voll, ich habe jetzt keine Chance mehr, ich kann jetzt nichts mehr tun. Feind ist auch bloß irgendein Spieler, in dessen Lage ihr euch reinversetzen könnt. Also überlegt dann wirklich mal, wo wird der Feind vielleicht angreifen und ist er wirklich in der Lage, mich so massiv zu treffen, dass ich meine gesamte Basis mit Bunker, Luftabwehr, Panzer, Infanterie, Aufklärung und allem sichern muss. Wahrscheinlich nicht, vor allem in dieser Situation hier. Stellt euch mal vor, der Franzose kriegt noch Unterstützung, so wie er es hier bekommen hat von den Fallschirmjägern, vom Deutschen. Da kommt ein Mann Unterstützung vom Verbündeten. Und dadurch bricht man auf einmal die feindliche Front, kann die Kaserne und die Panzerbasis in der feindlichen Basis einnehmen. Jetzt bricht man hier noch einen Fanatismus und dann wird die Infanterie einfach ein Massaker veranstalten. Das wäre erbarmungslos gegenüber dem Feind. Also da hätte hier der Amerikaner auf jeden Fall seine Truppen mitschicken können und anstatt hier irgendwelche Listen draufzusetzen wie Blitz, hätte er auch, oder was hatten denn da alles mögliche drauf? Ja, hier vorne Blitz und da war vorher noch Blitz drauf etc. Also da hätte er wirklich seine Listen dafür ausgeben müssen, um wenigstens die Offensive zu unterstützen, wenn er schon an sich den Verbündeten nicht unterstützt. Ich meine, guckt euch an, das ist ja total sinnlos. Weil jetzt kommt's, Luftabwehr ist natürlich sehr effizient gegen Luftwaffe. Wir werden später noch sehen, dass so eine gute Offensive mit den richtigen Einheitentypen viel, viel effizienter ist. Das ist natürlich, ich sag mal, das ist so die Anfängertaktik. Oh, der Feind hat Luftwaffe, ich bunkere mich ein. Damit kontert man das schon irgendwo aus. Aber wenn man es richtig machen will, dann vernichtet man den Feind einfach gnadenlos. Warum er hier nicht weiter vorrückt, ist irgendwo logisch. Er war einfach beschäftigt, aber an sich hätte er hier durchrücken müssen. Der Feind hat nur einen Wolverine und der kann nichts gegen die Infanterie anhaben. Also wenn ihr da Tabulator drauf drückt, seht ihr, der hat bloß mittleres Kaliber. Das kann man nicht gegen Infanterie einsetzen. So, hier wurden jetzt FFLs gebaut, wahrscheinlich aus fehlendem, aus Grund von mangelndem Geld, oder man wollte eben schnell Einheiten produzieren, würde ich aber niemals tun. Die FFLs kosten nur halb so viel, sind aber auch nur ein Fünftel so gut. Also da würde ich viel, viel lieber Legionäre bauen. Und wer sich wundert, warum die gerade so auseinandergenommen wurden, ja, da haben sie sich ein bisschen verschätzt. Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass die Sturmtiger automatisch die Lies auseinandernehmen, aber dadurch, dass die hier getarnt sind und ein bisschen komisch drinstehen, greifen die Sturmgrenadiere die Lies nicht an. Also hätte da der Deutsche ein bisschen schneller geschalten, hätte er mit den Sturmgrenadieren die Lies ausschalten können und die Infanterieoffensive hier hätte ohne Probleme die feindliche Infanterie vernichtet und man wäre bis in die Basis vorgedrungen. Da wäre zwar ein MG-Nash gewesen, aber das MG-Nash ist viel zu weit weg, um das Flugfeld zu schützen. Das bedeutet, die Infanterie hätte die Luftwaffe vernichten können, was dem Feind natürlich einen extremen finanziellen Schaden zugefügt hätte und den Feind, den Verbündeten hier endlich veranlasst hätte, vielleicht aus seiner Basis rauszukommen, weil ja ein großer Teil der Luftwaffe vernichtet wurde. Das heißt, es wird mit Legionären vorgerückt. Feind hat es immer noch nicht so ganz verstanden. Er baut immer noch Wolverines anstatt Panzer. Da würde ich lieber vielleicht Panzerabwehrgeschütze und Panzer bauen anstatt nur Wolverines. Ja, ihr seht gleich, Luftwaffe wird natürlich auseinandergenommen. Ist immer sehr, sehr eklig. Es wird aber später noch viel, viel ekliger, das kann ich euch versprechen. Auch sowas ist gefährlich. Dazu sollte man niemals, unter gar kein, es gibt einfach keinen Grund dazu, man sollte niemals einen Luftwaffe auf dem Flugfeld haben. Das hat der Spieler hoffentlich sowas von gelernt. Ich meine, ich gönne es immer Leuten, wenn sie sowas wirklich offensichtlich Schlechtes machen, wie die Luftwaffe auf dem Flugfeld zu haben, dass sie einfach von Artillerie getroffen werden oder sowas und ihre gesamte Luftwaffe verlieren. Weil A, macht es überhaupt keinen Sinn, Luftwaffe nicht einzusetzen. Wenn ihr seht, der Feind hat hier so wenig Luftabwehr, man hätte mit der Luftwaffe schon längst irgendwelche Nachschubdepots, Gebäude oder Einheiten vernichten können. Man hätte es vielleicht ein bisschen organisieren müssen, es ist aber einfach nur Micromanagement, das hätte man nutzen müssen. Und zum anderen ist die, wenn sie auf dem Flugfeld steht, anfällig gegen alles, jeder Einheitentyp außer Panzerzerstörer, kann sie da vernichten. Naja. Hier, da seht ihr, wenn man Lees einsetzt, ist das schon viel effizienter gegen Infanterie. Die Kombination ist sowieso immer besser. Ihr seht, Panzerzerstörer an sich können sehr stark sein. Ich habe aber auch gesehen, was passiert, wenn Panzerzerstörer alleine sind. Panzer an sich sind gegen Infanterie sehr effizient. Wenn jetzt aber noch feindliche schwere Panzer oder Panzerzerstörer an sich kommen, sind die auch wieder, ja, nicht ganz so stark. Deswegen bitte ich euch einfach drum, immer eine Kombination von allen losschicken. Macht ihr mal voraus, ihr wollt natürlich wirklich irgendwas durchbrechen an dem schweren Panzer oder Infanterieblob. So, der Feind hat es hier wirklich aufs Übelste lernen müssen. Guckt euch an, wie viel Geld da liegt. Ihr könnt ja mal oben auf den Punkten schauen, wie viel Flieger er hier verliert. Der geht jetzt einfach nur durch und vernichtet einen Flieger nach dem nächsten. Ich meine, so ein Taifun kostet $40, gell? Das müsst ihr euch mal vor Augen führen.
Das sind 20 Dollar Legionärseinheiten, die hier gerade rumstehen und den Schaden anrichten. Also wie erwähnt, bitte, bitte lasst einfach nicht eure Luftwaffe auf dem Flugfeld stehen. Außer ihr spielt gegen mich, dann könnt ihr das machen, weil ich lieb's, wenn ich mit meinen Einheiten die feindlichen Einheiten, also die feindlichen Flieger auf dem Boden zerstören kann, weil da kann ich immer so richtig schön sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ja, und euer HQ dann einnehmen lassen ist natürlich auch schlecht. Ich hoffe einfach mal für den Spieler, dass er AFK war oder sowas, weil alles andere wäre irgendwo ein bisschen traurig. So, jetzt natürlich eine Kaserne bauen, immer ganz wichtig. Wenn jetzt die restlichen Gebäude zerstört. Die Admins würde ich jetzt vielleicht, wobei hier würde ich sie sogar zerstören, so wie er es jetzt auch macht. Oder die gehen auch von alleine kaputt, das geht auch. Aus dem einfachen Grund, weil sie einzunehmen und zu halten ziemlich schwer sein wird. Dann muss man immer so abwägen, lohnt es sich Nachschubdepots oder Admins einzunehmen, um solche Sitze zu stören. Also wenn ihr sie wirklich eine gewisse Zeit lang halten könnt, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Wenn das Risiko sehr hoch ist, dass eure Offensive scheitert oder Feinds zurückerobern könnte, dann zerstört sie, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr schon feindliche Nachschubdepots hattet, der Feind sie euch abnimmt und ihr dann später wirtschaftlich unterlegen seid. Das ist so peinlich und traurig, das könnte ich keinem. So, wenn sie H39 als Schutzschild benutzt. Also ich meine, die AAL sind doch relativ stark. Wahrscheinlich sogar stärker als die Pershings. Ja, ein Tick stärker. Da sieht es auch dadurch, dass die Panzer jetzt im Rücken positioniert sind, können sie die einzelnen Pershings rauspicken und nochmal einen zerstören. Also es kommt, wie ich immer sage, die richtigen Einheiten zur richtigen Zeit im richtigen Ort richtig einsetzen. Dann könnt ihr den Rouge nicht mehr gewinnen. Könnt ihr den Rouge gar nicht mehr verlieren. Okay, ihr solltet vielleicht noch die richtige Fraktion für die richtige Karte haben, aber das sind noch Kleinigkeiten. Also wenn ihr die richtige Fraktion für die richtige Karte habt, die richtigen Einheiten in der richtigen Situation, an der richtigen Stelle, richtig genutzt und noch die richtigen Listen dazu, dann könnt ihr nicht mehr verlieren. Aber das ist keine Chance. Aber das sollte so das oberste Ziel sein. Das ist nämlich auch wichtig in einem Strategiespiel, dass man einfach irgendwann mal, man muss einfach wissen, was man wissen muss. Also auf was man beachten muss und so weiter. Das ist alles wichtig, weil dann kann man sich auch selber das irgendwo beibringen. Wenn ich weiß, dass es in Roost sehr wichtig ist, die richtigen Einheiten einzusetzen, sollte man vielleicht sich schon mal überlegen, okay, ich lerne jetzt vielleicht die Einheiten, jetzt nicht unbedingt auswendig, so aber ihre Vorzüge auswendig, lerne die Einheiten an sich besser kennen. Das ist wichtig, aber davor muss man ja die Erkenntnis haben, dass es überhaupt relevant ist, weil in anderen Spielen, da ist es vielleicht nicht ganz so wichtig wie in Roost. Man sollte vielleicht dann auch überlegen, okay, es ist wichtig, dass ich Einheiten richtig nutze. Ich sollte vielleicht mal lernen, wie ich Infanterie richtig einsetze. Das ist ein ganz großes Beispiel. Oder wie ich Luftwaffe richtig einsetze. Eben als, eben so Falle für die Luftwaffe. Weil alleine macht die ja kaum Schaden. Anders, ich muss Luftwaffe einsetzen. Wie setze ich Luftwaffe richtig ein? Und so weiter. Panzerabwehr, immer in Waldstellung, so Sachen. Die lernt man. Und übrigens, irgendwelche Fragen zum Spieler könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben. Ich kann ihn dann beantworten. Ja. Lauter leichte Einheiten, wenn der Feind Artillerie hat, geploppt irgendwo reinschicken. Das ist eine schlechte Idee. Sowas lernt man dann auch. Das wiederum sind dann Erfahrungswerte. Das lernt man dann halt irgendwann mal später. Kaserne nicht unbewacht lassen, wenn der Feind noch Infanterie im Wald hat. Das ist auch so eine Erkenntnis. Die kommt irgendwann. Panzer nicht bauen, wenn Infanterie vor der Panzerbasis steht. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die lernt man irgendwann. Weil Infanterie, ja, Bazookas haben oder eben hier Panzerabwehrkanonen etc. Bomber sind böse, wenn die Front mal durchbrochen ist. Das ist ja auch, was man ja auch. Man sollte automatisches Feuern auf Gebäude anmachen, wenn man neben Admin steht und sie vernichten möchte. Und man stellt sie eben so knapp daneben, dass die Leads des Admins zerstören. Das geht natürlich auch. Dann noch, französische Fallschirmjäger sind nervig, weil die Truppen, die da rauskommen, sind kacke. Aber gut, da hat der Feind jetzt kapituliert. Also, ich wollte euch jetzt mal so am Ende noch laute Kleinigkeiten sagen, die man halt beachten muss. Wenn ihr wollt, dass ich das öfters mache, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Die nächsten paar Tage kommt ja etwas mehr Rouge, da werde ich mich wahrscheinlich so oder so das eine oder andere Mal wiederholen müssen. Aber ja, ich hoffe, dass ich auch noch ein paar Replays finde, die sich eben ein bisschen von den anderen abspalten. Jetzt habe ich ja in letzter Zeit Replays gesucht, bei denen man gut was erklären kann. Ich kann jetzt vielleicht auch wieder auf Replays zurückgreifen, wo man eben sieht, wie man es nicht macht, von Leuten, die eben etwas weniger Spielerfahrung haben. Oder was ich immer suche, sind Replays, die anders sind, wo einfach mal was ganz anders gemacht wurde als sonst. Okay. Dann, ja, hier Einkünfte waren die sogar hinterher, weil sie eben keine Admins gebaut haben. Das ist eben bei 45 das Problem, was ich auch mal ein bisschen, ja, was ich nicht so gut finde, dass man eben, obwohl man
die Map Control hat immer noch wirtschaftlich unterlegen sein kann, scheint ein bisschen schade. Aber gut. Ja, dann war es das jetzt soweit für den Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde ich sagen, bis morgen. Also dann, ciao Leute.